Hallo und willkommen zurück auf der Schaffarm. Jo. Hier auch mal die nächsten drei Folgen wieder ohne Musik. Ihr könnt da mal Meinung dazu äußern, wie ihr es davon haltet, ob ihr mit Musik, ohne Musik, wie ihr wollt. Prinzipiell ist mir egal. Ja, genau. Gut. Wir haben jetzt kurz und knapp hier nochmal kurz hier das Feld gedüngt. Ich habe mich gesehen gehabt, dass es noch nicht ganz reif ist und wir hatten bloß 50% gedüngt. Das habe ich jetzt mit Expressdüngen kurz noch gemacht. Weil sie sind noch im Wachstum, wird dürften aber wahrscheinlich bald fertig sein. Jo. Heute haben wir Mittwoch. Ich nehme das jetzt schon am Mittwoch hier auf, dass ich das auch, ja, dass ich fertig werde mit allem. So, wir hatten die Mission, die läuft gerade, die werde ich jetzt auch gleich abtanken. Dann überall. Nein, ich möchte hier keine Kartoffeln machen, ganz ehrlich. Ich möchte es nicht. So, gut. Hier gibt es genug Missionen zum Ernten. Nein, wieder Kartoffeln. Nein, nein, nein. Ja, wir werden uns was überlegen, ob wir da vielleicht noch was machen hier. Aber. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig. So, wie sieht es mit den Pferden aus? Oh, die Pferde haben immer noch kein Stroh. Da werden wir mal dafür sorgen, dass sie Stroh bekommen. Das wusste ich nicht mehr. Hier bei den Schafen ist soweit alles noch in Ordnung. Allerdings momentan keine Wolle. Die Frage wird jetzt sein, warum keine Wolle? Wir müssen mal gucken, wie es da aussieht da hinten. Da steht doch ein ganzer Kübel. Ich habe ja gesagt, wir warten hier mal mit abliefern. So. Wir lassen den hier drin stehen. So. Mal gucken. Gut. Gut. Wie viele Schafe haben wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt momentan 92 Schafe hier. Das müsste doch langsam aber sicher hier mal funktionieren. Ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wir wollten das ja kurz abtanken hier. Der ist schon schön hier, wartet auf uns. Kurz abtanken. So. Und das war, wo musste ich hier mit diesem Auftrag hin nochmal? Die Aufträge waren hier. Wir mussten das zum Landhangel transportieren. So, hier sinkt die. Aber das ist. Wie gesagt, Kartoffeln möchte ich hier ehrlich gesagt nicht machen. Das möchte ich hier einfach nicht tun. Ne. Gibt's nicht. Mache ich nicht. Na gut, das. Wir könnten es ja annehmen und nachher dann praktisch laufen lassen. Das wäre ja auch eine Idee. Wir haben ja beide Schneidwerke dann dafür. Wir könnten jetzt einfach mal annehmen. Sind 10.000 Euro im Nebenher. Ja. Ausschreibung im Landhandel. Erzeugnisse fällt ab. Ja, machen wir halt. Und das hier genauso. Da kann man vielleicht bei Gelegenheit dann vielleicht auch einen anderen Drescher mieten oder kaufen, einen kleineren, der dann nur das vielleicht macht. Das wäre die Möglichkeit, was wir machen könnten. Landhandel ist wieder da oben. Das heißt, wir müssen einfach wieder da hochfahren. Wobei, wir kriegen ja noch ein bisschen was rein. Das lassen wir jetzt einfach mal. Der arbeitet hier. Gedüngt haben wir hier auch. Jetzt, sollten wir mal noch gucken, dass wir Stroh, wir müssen eigentlich noch Stroh im Lager haben, meines Wissens. Dann kriegen die Pferde mal kurz Stroh. Gucken wir mal. Müsste ja eigentlich hier drin sein. Upsa. Gehen wir ein bisschen näher hin hier. Halt, das war ja da drüben. Gucken wir mal. Wir haben jetzt nicht wirklich mehr viel Geld hier. Das ist halt auch das andere. Wir sind noch nicht ganz pleite, aber wir sind fast pleite. Ja. Gras, Heu, Stroh.
Hier wollten wir noch einen kleinen Weg reinmachen. Das lasse ich jetzt aber erstmal noch bleiben. Aufgrund dessen, dass wir momentan kein Geld haben. Oder nicht wirklich mehr viel Geld haben. Pferdestroh. Hier wollten wir auch noch einen Weg machen. War das hier oder war das drin? Wir fahren mal kurz zurück. Aber ich glaube, das war drin in der Halle. Ne. War drin in der Halle. So. Mal kurz hier reinfahren. Na? Ich hätte jetzt da hängen geblieben, oder was? Oh je. So. Gehst du mal ein bisschen weg? Hm? Übrigens, wenn ihr seht, über der Kilo-KMH-Anzeige habe ich jetzt auch den Vehicle-Mod mit reingenommen, dass ich sehe, wie ich defekt. Ja, was jetzt? Dass ich sehe, wie defekt unsere Fahrzeuge denn auch sind. Okay. Lassen wir den einfach mal hier stehen. Haben die jetzt wirklich so wenig gebraucht hier? Ja, schon ein bisschen komisch hier. Die brauchen bald wieder Heu. Okay. Denen fällt ein Hafer. Okay. Gucken wir mal kurz. Das sind alles Sojabohnen, gell? Ich glaube, das da ist Hafer. Jo. Ja, wir können jetzt gerade nichts tun. Wir könnten natürlich eins machen. Wir könnten uns da drüben. Wir haben die Mission jetzt wahrscheinlich schon angenommen. Wir haben die Mission ja ohne Geräte schon angenommen. Mal gucken, mal kurz. Das sind aber alles noch die Geräte. Was kostet denn so Not, wenn es ja hier so viele Optionen gibt mit Dreschen? Was kostet denn da so ein Drescher? Zur Miete, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen, natürlich, ne? Wie kostet der zur Miete? Das kann ich mir nicht mal mehr leisten. Kaufen kann ich mir dreimal nicht. Ich habe da zwar einen Mod drin, aber der kostet auch schon so viel. Was ist denn mit dem da? Das ist natürlich ein ganz altes Ding. Kostet aber auch schon so viel. Da werde ich da in der nächsten Folge gucken, dass ich da noch einen Drescher mit reinnehme, weil dann können wir nämlich dementsprechend gleich zweigleisig fahren hier komplett. Das hätte nämlich auch so einen kleinen Vorteil. Dann gucke ich mal, was ich da an Drescher noch bekomme. Und von dem her, ja. Sagt in der nächsten Folge, gucken wir mal. Da, ich habe schon eine Idee, was wir da reinnehmen. So ein altes Ding, das im Endeffekt ja nur, es muss ja nur dreschen können. Mehr braucht es ja nicht können. Und dann sind wir wahrscheinlich auf die Dauer billiger dran hier. Weil hier können wir einfach mit großen Missionen einiges reißen hier. Aber, ja. Mit dem Geld da oben, das kannst du abhaken. Ne? Das könnte man nicht da drüben auch noch dreschen. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe schon eine Idee. Den nehmen wir einfach mit rein dann. Ich hätte schon genug Ideen, aber ich möchte ja auch nicht alles auf einmal hier. Und ja, jetzt komm, junger Mann, dreh um. Du bist fast voll. Und ich muss zum Landhandel noch. So, jetzt aber. So. Jetzt machen wir den Anhänger schon voll voll. So. Da wird es wahrscheinlich noch mal einen Anhänger hier geben, würde ich mal behaupten. So, junger Mann.
wird noch nicht dunkel hier. So. Der Landhandel müsste ja irgendwo da oben sein. Da fahren wir jetzt am besten. Die Frage ist jetzt, was sinnvoll ist. Wir können eigentlich auch hier rüber fahren. Hätten jetzt, oh. Hätten jetzt eigentlich auch einen CP-Kurs machen können, ne? Nur was gedacht hätten bei der Arbeit, aber das haben wir ja nicht. Ach je. Genau. So. Dann hier mal kurz so rüber. Dann ist auch schon ein bisschen dreckig wieder. Kann ich ja eigentlich trotzdem den CP-Kurs machen, das auf das Feld machen und dann würde das ja automatisch laufen, oder? Habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Wir gucken mal. Wir können ja auch hier fahren. So, das ist jetzt der Landhändler wieder. Wir waren ja schon hier. So, halt. Jo. Mal gucken, wie viel jetzt. Ah. Wird es noch nichts übrig bleiben für uns. Dass wir werden nur nicht... 48, ja, warte mal, die Hälfte. Okay. Kursaufzeichnung. Dann können wir ja da hinten rumfahren. Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Hier rüber, da runter, da ist der Zip. Ja, genau. Das können wir machen. Dann kommen wir nämlich nicht in Problemchen hier. Kursaufzeichnung. Warte. Zack. Genau, so. Wenn wir das jetzt so machen, dann können wir mich drüben weiterhin herbringen und sowas. Und der Kurs wäre dann schon mal drin. Wäre eine gute Idee. Ja, ich bin immer noch in der Erlernungsphase hier, was das CP angeht. Ziel ist es eigentlich mal vollautomatisch alles laufen zu lassen, aber bis dorthin müssen wir dann schon ein bisschen was tun hier. Und müssen wir dann soweit das hinkriegen. So. Jetzt dürfte man ja gleich wieder auf Feld 11 fast, glaube ich, sein. Da vorne fährt er ja schon wieder. So. Ja, ja, 80%. Ich bin doch schon wieder da. So. Wir machen das einfach jetzt so. Stopp. Und dann speichern wir das ab. Das ist wirklich Feld 11. Ja. Okay, also. Landhandel Feld 11. So. Genau. Ja, heute war nicht so viel los wie sonst auf der Folge, ja. Aber ihr kriegt nur ein paar Minuten oben drauf, natürlich, klar. Wir könnten aber noch mal hier ein bisschen, da ich habe das schon im Mühlenkreis schon ein bisschen lauter gemacht. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen lauter hier machen. Und da vielleicht auch noch ein bisschen lauter. Wenn jetzt schon keine Musik da ist. So, wie stehst du jetzt wieder da? Du weißt schon, wenn ich jetzt hier reinfahre, geht was kaputt? Nee.
Ihr habt das nicht gesehen, was ich hier gerade mache, gell? Ihr habt das nicht gesehen, ihr würdet es auch nicht petzen, ne? Hehe. Das ist HCP schon besser, aber ich hatte hier keinen Kurs programmiert. Deshalb lassen wir das jetzt einmal raus, den Kurs, der kommt dann beim nächsten Mal. So. Wie kaputt ist denn das Ding? Kipper ist 3,1% kaputt und der Traktor 1% kaputt, wenn ich das jetzt richtig auslese hier. So. Ist nichts kaputt gegangen, okay. Ich kann jetzt wieder hoch und runter fahren. Den stellen wir jetzt hier ab einfach. So, gucken wir mal. Der fährt dort, der fährt da. Ja. Maschinentechnisch haben wir alles da. Haben wir drüben eigentlich schon das Heu gesammelt, also Stroh. Stroh ist schon weg. Gut, okay. Gut, okay Leute. Aufgrund dessen, dass wir jetzt erstmal noch einen Drescher brauchen, einen günstigen, werde ich mich jetzt auf die Suche begeben nach einem Drescher. Ich meine, ich weiß schon, was ich da eventuell hole. Nicht lachen, wenn ihr es sehen. Aber besser wie gar nichts. Wisst ihr, armer Bauer und so, ne? Von dem her, wobei ich habe auch noch ein paar Mods mit reingenommen. Ich glaube, es war bei Traktor noch was. Den hatten wir ja schon, den auch. Ach, wo war er denn? Wir haben noch den Renault mit reingenommen, den 700er Vario haben wir noch mit reingenommen, aber ich glaube, mehr war es hier nicht. Und bei Gruppe war es, glaube ich, nicht. Nee, weil ich möchte einfach auch mal eine andere Gruppe. Ich habe jetzt überall meine ganze Dinger hier, den Gruppe. Und dann habe ich jetzt, sage ich, möchte gerne was anderes haben. Und dann habe ich hier, war das hier? Nein, war auch hier nicht. Wo warten die dann drin? Die vielleicht bei Flüge kann die aber nicht drin sein. Nee, Kreisel. Da, Hanna, dieses komische Ding hier. Auch 6 Meter, braucht ein bisschen mehr PS, aber gut, egal. Ich glaube ja, unser Großer hat es ja, unser Großer. Moment, der hier, der kann das ziehen auf jeden Fall, das geht. Gut. Okay, Leute, ich wünsche euch was. Bis Samstag, zur nächsten Folge wieder um 12 Uhr. Glaube ich zumindest, oder war es um 9 Uhr? Ne, glaube ich 12 Uhr. Genau. Ihr seht es ja dann, wenn es online kommt. Viel Spaß und gebt mir mal ein Feedback, was ihr meint bezüglich Musik oder nicht. Genau. Okay und ciao.